meine Lieben, und willkommen zurück in Fallout 4. Ja, hier sind meine beiden Jungs. Die warten irgendwie auf den nächsten Einsatz, nehme ich an. Ja, was ist denn los, mein kleiner Dogmeat? Soll ich mal gucken, ob ich einen Teddy für dich finde? Ja? Komm. Genau, denn ich bekam natürlich wieder den Tipp. Warte, falsche Kiste. Hier ist doch mein Schrott, oder? Ich bekam den Tipp natürlich, Dogmeat. Bin ich jetzt irgendwie blöd? Ach so, ich habe das, glaube ich, alles schon wieder in meine Werkbank drin. Ich habe den Tipp natürlich bekommen, was ich auch schon wusste und immer wieder vergesse, dass man Dogmeat ja durchaus ein Teddy geben kann, damit er sich ein bisschen beschäftigt. Nur, ja, sammle ich das halt immer ein, weil es ja unter Schrott fällt. Oh nein, ich habe gar keinen mehr. Ach, Dogmeat, stimmt ja. Oder habe ich hier, warte mal. Habe ich hier noch irgendwie einen Teddy drin? Ich muss mal kurz gucken. Geht gleich los, geht gleich los. Ich beeil mich. Na? Nein, sieht, glaube ich, nicht so aus. Dogmeat, ich kümmere mich darum. Versprochen. Gut, jetzt gehen wir weiter, das letzte Holoband holen. Und zwar ist das letzte Holoband, ich laufe in die falsche Richtung, hier unten. Das letzte Holoband von Ellie Winters. Ach ja, genau, und in der Folge war das die vorletzte, ich weiß es jetzt nicht, also nicht die von gestern oder, ja, gestern, sondern von vorgestern, war das Holoband Nummer 6. Das habe ich auch gesehen, als nein, was mache ich denn heute hier? Hilfsmittel, diverses. Als ich die Folge bearbeitet habe. Genau. Deshalb höre ich mir das nochmal ganz schnell an. Aber ich war ja schon nah dran mit der 7. oder 8., ne? Ich hatte ja irgendwie das 7. und das 8. Holoband mir angehört. Oh, tut mir leid, wenn ich heute ein bisschen verpeilt wirke. Denn ich bin's tatsächlich. Meine Güte. Holoband. Hier. Da ist das 6. Nachricht an Charlotte Wren. Meine liebe Mrs. Wren, ich hoffe, es geht Ihnen gut. Nach unserer Zusammenarbeit im letzten Mai gehe ich aber davon aus, dass dem so ist. Wenn ich mich nicht irre, haben Sie mit dieser Palette Buff-Out ein kleines Vermögen verdient. Und Woli hat 8 Jahre im Staatsgefängnis bekommen. Deshalb habe ich mir gedacht, wieso wiederholen wir das Ganze nicht noch einmal? Wir beide lieben die gleichen Dinge. Geld und die Vernichtung von Personen, die uns in die Quere kommen. Zusammen werden wir sie alle ausmanövrieren. Boston wird Ihnen offenstehen. Sollen Sie doch Dame spielen. Wir spielen Schach. Eddie Winter. Ende der Aufnahme. Gut, dann hätten wir die jetzt auch gehört. Aber ich habe ja ohnehin vor, wenn ich die alle beisammen habe, die nochmal wirklich nach der Reihenfolge mir anzuhören. Aber jetzt müssen wir erstmal das letzte noch holen. Und das tun wir wieder im Dunkeln. Meine Güte. Habe ich schon erwähnt, dass ich bis eben geschlafen habe? Ich habe den ganzen Tag verschlafen. Ah, Schichtdienst ist einfach nichts für mich. Und dennoch mache ich die. Willst du dir eine Sammlung aufbauen oder was? Ja, Nick. Du weißt doch, du kennst mich. Hm.
Nee, nee, nee. Ihr könnt schön da oben bleiben, ihr Red Kakerlaken oder so. Oh. Ich weiß nicht. Ich habe das hier, glaube ich, noch nie gesehen, hier oben. Genau, dann habe ich auch noch den Tipp bekommen, mal mich besser auszurüsten, was ja meine Schadensrüstung betrifft und so weiter. Aber bisher kam ich ja erstmal ganz gut klar, so wie es ist. Und dann kommt ja noch hinzu, dass wow, wo kommst du denn her? Geh, weiche von mir. Meine Güte, ich krieg ja hier bald Herzinfarkte. Ja, ich trage wieder zu viel. Und wir sind noch keine, weiß ich nicht, 500 Meter gelaufen. So, kommt mal her, Jungs. Ja, kommt mal her, ihr beiden Süßen. Hey. So, ja, mein kleiner Dogmeat. Habe ich mich denn überhaupt nicht leer gemacht? Ich habe doch nicht schon wieder so viel eingesammelt, oder? Naja, gut. Dann ist es halt so. Ich kann heute auch leider nur eine Folge aufnehmen, da ich heute leider sehr viel geschlafen habe. Und ja, mein Sohn kommt heute zu Besuch und bleibt auch über Nacht. Aber ich gebe mir Mühe, wenigstens heute noch in dieser Folge dort anzukommen. Da ist eine Toilette, falls jemand muss. Arjet Systems. Ach Mann, Leute. Ich wollte eigentlich in Frieden an euch vorbei. Aua. Wartet mal. Ey, du Saftsack. Was ist los mit dir? Mach ich doch kurz einen Prozess mit dir. Bleib stehen. Bleibst du stehen? Ah, okay. Du bist da. Noch jemand? Nick? Ich kann keinen anvisieren. Nee, das ist Nick. Ach, da. Hm. Netter Versuch. Oh Mann. Nein. Dankeschön. Ah, ich krieg den einfach nicht. So jetzt. Oh oh. Ah, ich lasse das jetzt alles mal liegen hier. Ich bin sowieso gleich wieder überladen. Gut.
dass die immer alle hier so einen Stress machen müssen. Die Deppen. Waren das alle? Es waren noch viel mehr, oder? Ah, ich finde die Hälfte wieder nicht. Doch mal da oben. Den habe ich doch jetzt, oder? Ja. Ach, hier. Man sollte das Zeug wohl nicht verkommen lassen. Gut. Ach ja. Seid ihr jetzt auch böse? Ach, ihr seid die Minutemen. Nein. Abbrechen. Waffe weg. Hi, Jungs. Dieser Ort ist in guten Händen. Alles ruhig, General. Sehr gut. Hi. Bereich gesichert, General. Alles klar. Haben das Gebiet unter Kontrolle. Sehr gut. Weitermachen. Komm, Nick. Aufgepasst. Ich würde. Nimm mir mal was ab, mein Guter. Nee, du kriegst. Du kriegst keine Dings. Sehr aufmerksam zu. Dogmeat? Dogmeat? Wo ist denn schon wieder mein Hund hin? Ach, da bist du. Hä? Ach, da bist du. Du bist viel zu schnell für mich. Komm mal her, mein Guter. Du kriegst noch ein paar Waffen. Ach so, jetzt habe ich die Splittergranaten ihm gegeben, oder? Ach, egal. So. Ich müsste jetzt irgendwie nach oben. Los, spring, meine Gute. Ah, na. Komm schon, du schaffst es. Ich mit meinem Wikinger-Helm. Oh! Ein Wohnwagenpark? Den kenne ich noch nicht. Kennst du den, Nick? Wartet mal. Ganz kurz. Andere Waffe? Komm, nehmen wir mal das Radiumgewehr, davon habe ich noch genug Munition. Munition? Ist ja ein Ding. Oh, das ist ein junges Mädel, oder? Ja, das war, glaube ich, ein junges Mädel. Ich glaube, wir sind nicht allein. Ja, ich glaube auch. Huch! Ach, hör doch auf! Aua! Und schon wird man wieder verstrahlt. Huch. Oh, kannst du nicht mehr laufen. Nick, ist alles tutti bei dir? Bist rein, denke ich. Wow.
Aua! Lass du mal auf, hier meinen Hund zu massakrieren hier. Du Depp. Oh, hier ist ein Terminal. Okay. Wie schön. Oh, ein Schlüssel. Ich habe jetzt zwar nicht aufgepasst, was für einen, aber... So, Bases. Waiter. Bombs. Gut, war alles nicht gut. Noch ein Versuch. Haupt. Nein. Ich krieg das hin, Leute. Ich krieg das hin. Ja. Sag ich doch. Ach, Safe-Steuerung. Na, das haben wir ja eigentlich gemacht. Gut, haben wir schon gelernt. Boah. Immer durch, bitte. Da, Dogmeat, guck mal. Hier, mein Süßer, wo bist du? Sag mal, gerade war er doch noch hier. Einen Moment, ich gebe ihm das gleich. Wo bin ich denn jetzt? Komm mal hier. Aufgepasst. Ja, jetzt kriegst du deinen Teddy. Und noch ein bisschen mehr Schrott. So, bitteschön. Ja, freust du dich? Das ist so niedlich, das ist so süß. Ich versuche ihn jetzt auch nicht mehr wegzunehmen. Wartet mal. Ich gehe mal in die Suppe rein. An deiner Stelle würde ich davon nichts schlucken. Ja. Unter Wasser ein Schloss knacken. Okay. Aua, okay. Ups, im Gegensatz zu Fallout 76 habe ich hier genug Klammern. Schnell wieder auftauchen. Boah. Ich wollte eigentlich... nicht trinken. Ach, Dogmeat, du denkst jetzt auch bestimmt, wa? Was macht die doofe Kuh dort? Ich wollte eigentlich... die Tierbären. In Ordnung. So. Kann ich die von hier oben? Perfekt. Was für ein Brief? Oh Mann, schon wieder nicht aufgepasst. Was ist denn hier? Ganz viel Kleidung? Ha? Alles cool verseucht hier. Wo ist denn jetzt der zweite? Der war doch hier. Hier irgendwo im Gebüsch, oder? Ach, da. So. Wow.
Wer hat diese Falle gestellt? Oh! Meine. Na, da staunst du, Wannig. Lass mich durch. Okay, war ich jetzt hier schon drin? Bestimmt, oder? Noch ein Teddy. Oh, das neue Eichhörnchen Band 3. Gut, das nehme ich jetzt erstmal, weil, wenn es Band 3 gibt, dann gibt es auch 2 und 1. Stimmt's doch, Miet? Oh, Lehm und Lehm. Ausgezeichnet. Yay, ausgezeichnet. Du hast eine Ausgabe von Lehm und Lehm gefunden. Du erhältst dauerhaft plus 25% EP für das Überreden von Frauen. Ja, Gespräche von Frauen zu Frauen, oder? Ist ja auch mal wichtig. Ja, was denn, mein Kleiner? So, ist hier was? Ach ne, das ist nur ein Kopf. Hier sind ein paar Patronen, ja. Hier war der Koffer, genau. Was ist hier drin? Hier war ich noch nicht. Nein, hier war ich noch nicht. Hier steht nämlich noch eine Lampe. Doch, bitte, ich kann schon wieder nicht rennen. Ist dann safe? Nee, ich dachte. So, was ist... Entschuldige. Ich war das wohl. Oh nein, ich habe keine Ausdauer. Ich sehe schon. Ja, ist ja gut. Ich will auch da raus. Lass mich durch. Ist hier nichts drin? Ah. Oh, eine Laborstation. Ich weiß, Doc, ich müll dich schon wieder voll, ne? Waffen. Das kann weg. Das auch. Ja, spielt's wieder mit dem Teddy, mein Guter. Lass mich draus. Bin ich schon wieder irgendwie. Bin ich jetzt hergekommen? Schichtwechsel für alle Killer des Commonwealth. Jo! Auch in Ballung. Hallo, ich will die Kruppkorken. 23. Wow. Okay. Der liegt im Boden. War ich hier schon? Nein, Fusionszellen. Aber. Ja, hier war ich drin. Ja, hier ist ja die Laborstation.
Munition. Ah. Solange du das Zeug trägst. Ah, okay. Werkzeugkasten. Ups. Ups. Na, sag mal. Ja. Also irgendwie bin ich heute wirklich leicht verpeilt. Sag mal. Das gibt's doch nicht. So, Stealth Boy. Okay, meine Lieben. Die Folge ist jetzt leider wieder zu Ende. Aber dieses Terminal, das lesen wir dann in der nächsten. Versprochen. Ich bleibe hier und ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Weil dieses Trailer-Ding hier habe ich überhaupt noch nicht entdeckt gehabt. Was für ein Ding, ja. Naja, gut. Ich gucke mal, ob ich denn diese Eichhörnchen-Holobänder noch finde, mit euch zusammen natürlich, in der nächsten Folge. Und dann gehen wir weiter, das letzte Holoband von Eddie Winter zu holen. Ja, so ist der Plan. Gut, meine Lieben, wir sehen uns dann morgen. Bis dann, bye bye.